Herzlich willkommen, du heller Regelfan da draußen. Sehr schön, dass du zu einer neuen Runde Mordor Schatten eingeschaltet hast. Ja. Wir waren ja in der letzten Folge hier in dem Bereich und ich möchte jetzt hier einmal durchlaufen. Nur die Frage, kommen wir da auch durch? Kommen wir da lang? Kommen wir da überhaupt lang? Hier ist dieser Turm, aber ich will ja hier einmal lang. Aber wisst ihr was? Da holen wir uns erstmal diesen Turm hier. Wo ist dieser Turm? Weil ich meine, wir sind jetzt eh hier irgendwie schon so in der Nähe. Also gehen wir halt schnell uns den Turm irgendwie holen und... ja, Arsch lecken. Die Hauptmänner geben die Befehle, aber sie machen sie nicht selbst. Sie bekommen ihre Befehle von weiter oben in der Befehlskette. Okay. Meist sogar direkt von den Häuptlingen selbst. Hahaha, voll verarscht, man, die Jungs. Wir müssen hier irgendwie hoch. Jo, das ist ja... sehr gut, da haben wir doch das nächste... okay. Jede eine Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. Alles klärchen, dann können wir jetzt von hier einfach hier hinlaufen. Dann können wir mal ein bisschen Hauptquest machen. Damit wir nicht immer hier ein bisschen dasselbe hier machen, ne? Ein bisschen rumrennen und alles ab. Abgrasen. Okay, die paar. Ja, ich habe gerade keinen Bock hier zu kämpfen. Es wird hier ein Megakampf. Die anderen da kommen ja auch dann noch dazu. Aber wir müssen da irgendwie lang, ne? Ja, komm. Hab ich da gerade etwas? Ja. Jetzt kämpfen wir doch schon wieder. Und jetzt holen wir uns den nächsten. Holen wir uns schon mal den nächsten. Lukdash. Alles klar, Lukdash. Adios, amigo. Okay, die paar haben mehr. Müssen wir entdeckt werden, Uruks Alarm schlagen und Verstärkung herbeirufen. Eieiei, Heidewitzka. Warum kommst du nicht her, Waldläufer? Sag bloß. Saurons Uruks missbrauchen gnadenlos die niederen Orks in ihrer gewalttätigen Machtkampf. Erkunde mit der Macht des Geistes, wie du diesen Machtkampf nutzen kannst und durchdringe den schwachen Gemüter, um den Feind von innen heraus zu zerschmettern. Ein Ork insbesondere hat einen Verstand mit flammenden, leuchtvollen Schwächestrahlen. Haben wir schon herausgefunden. Waldläufer, komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Ratcliffe dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es!
Ich sterbe und du erfährst nichts. Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. Ohne Spaß. Oh. Diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er gelingen. Können wir den nicht einfach so mit der Hand nehmen? Wir finden schon raus, was du weißt. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Wir haben nur die Hand. Okay, Gord. Soon hat ein bisschen Überleben beweist, Hauptmann. Gord hat Schwächen. Anfällig gegenüber berittenen Bestien, kann durch Todesstöße vom Rücken getötet werden. Furcht vor Karagor. Gerät im Panik beim Anblick von Karagorn. Okay. Stärken, immun gegen Fernkampf, kann nicht durch den Fernangriff verwundet werden. Heftiger Nahkampf. Angriff mit hohem Schaden kann nicht gekontert werden. Kruppmann für ist von einem Gefolg umgeben. Denk dran, viele Schwächen können nur ausgenutzt werden, wenn du zuerst Informationen summst. Was hat er denn? Oh. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich meinen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Wattläufer. Du kannst ihnen nicht trauen. Mann, eh nichts, also. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Gorod das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Schildträger wehren Frontalangriffe ab und müssen von hinten angegriffen werden. Sag den Waldläufer, nicht mich! Er hat ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks. Du spürst den Hass. Nicht mich. Das Fleisch des Waldläufers. Zermalmen! Sehr gut, mein
Mitläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Gorath vor. Stell dir dein Ziel vor. Selbst in Gefangenschaft sind diese Menschen noch erstaunlich zäh. Wir dürfen keine Milde walten lassen. Ja, ich brauche erstmal irgendwas zum Regenerieren. Habt ihr das gemacht? Menschenabschau! Stell irgendwas für die Gesundheit. So, Redback. Alles klar, ich bin wieder da. Gorath will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorath büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Gorath hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorath ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hauptmann Gorath ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Mit Bewegung in die Armee zu kommen. Ich wette, wir ziehen bald woanders hin. Was war das? Frag mich, was diesen Mist. Scheiße! Nein! Scheiße! Wiederholen! Fuck! Fuck! Leuchtfeuer an! Hör, verstehst du! Soll zur Kämpfe!
Well, that escalated quickly. Aber gut, wir haben's ja schon mal. Schützen Berserker. Die schaffen Resultate, aber die Krieger erledigen die echte Arbeit. Irgendwann werde ich einen Sklaven finden, der nicht schon nach der ersten Foltertod umfällt. Ich könnte Gorod erschießen. Ich frag mich, ob ein Uruk je vom Schützen zum Hauptmann wurde. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug. Herr Junge, schicken wir Gorod an die Arbeit. So. Ja, da ist noch einer. Okay, bewege das Symbol mit einem Kreis. Okay. Auf dem Rücken eines Kargors. Drücke zum Angreifen. Drücke zum Beißen. Zum Feind und gewinnt Gesundheit zurück. Halte C gedrückt. Halte gedrückt und Fernkampf wechseln. Ah, okay. Heilen, tippe. Yeah.
Das ist einfach echt geil, ne? Wenn man es dann weiß, wie man es richtig spielt. Ja, ah, da kann nicht gefinisht werden, ne? Yes! Puh. Nach einem Machtkampf kannst du im Kampf Berichte, Ergebnis Nachfolge und Verschiebung des Machtgleichgewichts in Saurons Armee nachvollziehen. Direkt mal machen hier. Boah. Sieht jetzt schon geil aus, ne, da im Hintergrund. Ja! Wird er noch gegen uns kämpfen? Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Ist er ein Verräter? Ist er der Arsch? Geist von Mordor. Erfolgreich. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Und das weiter drüben soll... Okay, wir haben jetzt hier aber die Aufgabe fertig gemacht. Zu einer großen Armee vereinigt werden. Passiert da hinten schon wieder? Wir kommen gar, wir kriegen gar nichts mit. Ja, los. Ich konnte
Problem ist, ich glaube, das ist ein... Das ist ein... Ja. Monsfell. Ja. Schon wieder so ein Hauptmann. Warum seht ihr alle so schwächlich aus? Dann ist es auch kein Wunder, wie ihr euch immer durch den Schlamm schleift. Und auf den, bin ich ehrlich, habe ich gerade gar keinen Bock. Den größten Grau getötet, den du dir vorstellen kannst. Ah, jo, dann gehen wir hier hoch und dann haben wir's. Haben wir den nächsten Turm. Aber den nächsten Schnellreiseturm. Diese Türme der Elder stammen von jenseits der Zeit. Jetzt können wir hier ein bisschen rumswitchen in dem ganzen Gebiet noch, ne? Jetzt können wir hier mal ein bisschen was freimachen, ne? Hier in den beiden Gebieten können wir jetzt ein bisschen rum... Oh, da ist ja eh... Hauptaufgabe. Okay, da haben wir schon einen Kampf wieder, wo wir hier hin können. Und dann hier hätten wir auch einen, ne? Ah, das ist, glaube ich, auch ganz cool, wenn wir das dann in der nächsten Folge direkt machen, dass wir hier den Zack in seinen Festmal... der ist halt schon cool, ne? Aber hier würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.